Guten Tag, Sarah. Diese Stadt ist atemberaubend. Ich habe gesehen, wie jemand ausgeraubt wurde. Das war faszinierend. Alles geschieht gleichzeitig. Wie schafft man es nur dabei, nicht verrückt zu werden? Man gewöhnt sich irgendwann daran. Und wenn nicht, endet man vermutlich wie ich. Man läuft vollkommen verwirrt gegen Mauern und Schilder. All diese Betriebsamkeit. So viele Dinge gehen einfach verloren. Vermisst ihr die Dalish? Ich vermisse Haren Pivels Geschichten. Und das Knarren der Aravels im Wind. Diese Stadt ist so betriebsam und verwirrend. Und die Elfen hier sind nicht wie mein Clan. Aber ich werde mich schon noch an Kirkwall gewöhnen. Die Templer haben euch nicht gefunden, oder? Ich war vorsichtig. Selbst wenn wir Dalish unter uns sind, wirken die Hüter niemals in der Öffentlichkeit Magie. Und ich glaube, die Templer bemerken mich nicht einmal. Ich bin einfach nur eine weitere Elfin im Gesindeviertel. Fühlt ihr euch hier verloren, Meryl? Ein wenig, aber ich werde mich schon anpassen. Es ist schön, dass ihr hier seid. Ich musste mit jemandem reden. Jemand hat eine Nachricht für euch gebracht. Liegt auf... Schreibtisch. Vorher hat er sie natürlich geschüttelt, um zu sehen, ob Münzen drin sind. Ich hatte Sorge, sie könnten herausfallen. Eure Mutter ist damit beschäftigt, den Vicom zu schreiben. Ich halte zu dir, Schwester. Als ich eurer Großmutter erzählt habe, dass ich euren Vater heiraten werde, hat sie mir damit gedroht, mich zu verstoßen. Sie sagte, meine Kinder würden Missgeburten werden. Und als mein Vater mich einsperren wollte, meinte sie nur, es ist ihr Leben, soll sie es doch zerstören. Ich habe ihr bei jeder eurer Geburten geschrieben, aber sie hat nie geantwortet. Ich bin froh, dass sie nicht voller Hass auf mich gestorben ist. Das Anwesen gehört dir. Warum sind wir da noch hier? Da der Besitzer des Hauses gestorben ist, ohne einen Erben zu hinterlassen, ist es jetzt im Grunde genommen Eigentum des Vicomte. Wenn wir jetzt dort einziehen würden, wären wir nichts weiter als Hausbesitzer. Wenn der Vicomte unsere Rechte allerdings anerkennt, könnten wir noch weit mehr bekommen als nur ein Haus. Wir könnten unseren Namen zurückerhalten. Ich bin froh, dass ich nie einem Mitglied deiner Familie begegnen musste. Als ich noch ein kleines Mädchen war, war deine Großmutter die junge, schöne und vornehme Mutter, die sich alle meine Freundinnen gewünscht hätten. Es wäre ihr anfangs vielleicht schwergefallen, es zu akzeptieren, aber sie hätte dich geliebt. Sie hätte euch alle drei geliebt. Oh, Bethany. Sie war so ein wundervolles kleines Mädchen. Sie hat nie geweint, sondern einen nur mit ihren großen Augen angesehen. Sie war noch viel zu jung, um uns genommen zu werden. Ich muss einfach immer wieder darüber nachdenken, ob wir nicht doch etwas hätten tun können. Das lässt mir keine Ruhe. Ich erinnere mich, wie diese schreckliche Kreatur nach unten greift und... 18 Jahre, in denen ich mein Kind geliebt und ernährt und großgezogen habe und... plötzlich ist alles vorbei. Gib nicht dir die Schuld dafür, sondern der dunklen Brut. Der dunklen Brut war es egal, welche Beute sie reißt. Dass es Bethany getroffen hat, war meine Schuld. Ich vermisse sie. Wir waren zu viert, als die Verderbnis begann. Und solange wir nur zu dritt sind, wird es niemals vorbei sein. Ich habe dem Vicomte geschrieben. Sobald Bartrans Expedition aufgebrochen ist, habe ich eine Audienz bei ihm. Ich konnte zwar nichts für Bethany tun,
Aber mit ein wenig Glück kann ich uns zumindest ein Zuhause verschaffen. Ich halte zu dir, Schwester. Vorerst. Nicht so laut, Hund! Tag ein, Tag aus, dieses lärmende Hundegejapse. Sorg dafür, dass er damit aufhört. Er schwitzt nicht wie wir und hier drin ist es ziemlich stickig. Ihr könntet ja vielleicht mal ein Fenster öffnen. Na, findet ihr das etwa nicht nervtötend? Ach, die Verderbnis soll dich holen. Gänseblümchen, tut mir bitte den Gefallen und hört damit auf, nachts alleine durch die Gassen der Unterstadt zu streifen. Da passiert nie etwas. Da bin ich mir völlig sicher, Varric. Ja, ich weiß, und dieses Nie kostet mich ein Vermögen. Wir haben keinerlei Spuren von diesem Fenrir gefunden. Er muss entweder Dämonen oder Sklavenhändlern zum Opfer gefallen sein. Ich habe das hier gefunden. Es ist an euch adressiert. Anscheinend von eurer Tochter. Meiner Tochter. Dann wisst ihr, was sie ist. Wie sie starb. Als ich sie in dem Lagerhaus aufgespürt habe, hätte ich sie in den Zirkel zwingen müssen. Meine Schwäche angesichts ihres Flehens hat sie zerstört. Darum habe ich Ariane dazu gedrängt, Fenrils Wunsch, sich zu verstecken, nicht nachzugeben. Wäre ich doch nur für Olivia auch so stark gewesen. Ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt für den Satz: Zwei Sovereigns pro Woche, sonst bekommen die Templer eine Abschrift des Briefs? Ist das wirklich nötig? Ihr seid ein Monstrum. Also gut. Ihr wollt Geld, damit ihr den Namen meiner Olivia nicht in den Schmutz zieht? So sei es. Und jetzt fort mit euch. So schlimm ist es hier überhaupt nicht. Überprüft mal eure Taschen. Ich glaube, ihr habt etwas verloren. Ah, willkommen in Sols Geschäft, werte Freundin. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht, und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Ich freue mich, Tag für Tag hier zu stehen. Es ist so. Qualitätsrüstungen! Besten außerhalb von Orsama. Noch mehr Magier. Rede du mit ihnen. Ich befrage die Wachen zu ihrer Ausbildung. Ich kenne euer Gesicht. Ich bin Tobrius. Ihr und dieser Mann seid beide Hawks. Ich erinnere mich an euren Vater. Malcolm war ein guter Mann. Mein Vater muss einen ziemlichen Eindruck hinterlassen haben. Der Brief ist schon sehr alt. Ich muss seinem eigenen Kind nicht sagen, wie besonders er war. Und was den Brief angeht, es war schmerzhaft, vom Tode des Templers zu berichten.
Welcher Templer? Er hat eurem Vater gestattet, Kirkwall zu verlassen. Den Herrschenden ist nicht geholfen, wenn die Besten von uns eingekerkert sind. Ein weiser Mann. Das klingt, als habe er seine Aufgabe nicht so recht begriffen. Der Zweifel kann den Gläubigen dienen, selbst wenn er sie verwirrt. Ich fürchte, das ist mit der Zeit verloren gegangen. Ich hole die Briefe, die ich aufbewahrt habe. In der Familie sind sie besser aufgehoben. Was für eine Freundschaft. Leute wie euren Vater gibt es nur noch wenige. Und solche wie den Templer noch weniger. Ruht in Frieden an der Seite des Erbauers, Sir Murevar Carver.